Im Rahmen des Zeitzeugenprojektes des Historischen Vereins Rosenheim sind wir heute zu Gast bei Rolf Merkel. Der Maler, Bildhauer und Grafiker zählt zu den herausragenden Künstlerpersönlichkeiten nicht nur in Rosenheim. Er ist vielfältig tätig als freischaffender Künstler, Kunstpädagoge, Ausstellungsmacher und er dichtet sehr viel für ein ganzes Leben. Einen kleinen Ausschnitt davon werden wir heute beleuchten. Rolf, wir sitzen hier im Ateliergebäude. Das befindet sich neben deinem Haus in einem Garten. Es ist eine schöne, romantische Villa in einem ruhigen Wohngebiet von Rosenheim, direkt beneidenswert. Das ist dein Elternhaus. Ja, das wurde vor rund 80 Jahren gebaut. Und zwar haben da meine beiden Brüder, es waren also Zwillinge, noch gelebt. Und dann hat man natürlich auch eben das zweistöckig gebaut, damit man was zum Vermieten hatte, weil man das Haus ja abzahlen musste. Ne? Und es war dann auch ganz interessant, weil wir dann im Obergeschoss eben einen Mieter hatten, der also während des Dritten Reiches, während des Krieges ein Stabszahlmeister war und immer schön organisiert hat, auch in Frankreich und so. Da haben die sich ganz schön einiges unter den Nagel gerissen. Und dann haben wir natürlich zu Weihnachten einen französischen Cognac gehabt. Und jedenfalls war es aber dann nicht sehr lang so angenehm, weil halt meine beiden Brüder, die sehr jung waren, noch sehr früh gefallen sind. Er hat ja damals praktisch Kinder in den Krieg geschickt, die halt keine Fronterfahrung gehabt haben oder so. Und der eine ist in Russland gefallen und der zweite dann in den Niederlanden, da oben am Rhein. Du warst auf der Oberrealschule. Und jetzt gehen wir mal ins Jahr 1945. Der Schulbetrieb war unterbrochen. Bomben hatten die Schule beschädigt. Jetzt ist Kriegsende. Du warst jetzt kurz mal bei der Firma Rief als Hilfsarbeiter. Da warst du 14 Jahre alt. Ja, das war eine lustige Zeit, weil der Sohn von der Firma Rief, die ja neben dem Bahnhof war und bombardiert wurde, der hat mit mir gearbeitet und wir haben dann Hilfsarbeiterkarten gekriegt und haben die Fabrikarbeiterinnen schikaniert, als sie keine was sagen dran, weil ja der Sohn vom Chef dabei war. Aber wie gesagt, im Dezember begann dann die Oberrealschule wieder soweit funktionstüchtig zu sein, dass die Schule wieder begonnen hat. Aber die Schule hat ohne dich begonnen. Die Schule hat ohne mich begonnen, weil ich eben schon an das wirkliche Leben herangekommen war durch diese Hilfsarbeitertätigkeit ein halbes Jahr lang. Und dann bin ich durch Zufall in die Werkstätte eines Rosenheimer Holzbildhauer-Ehepaares gekommen. Das waren die Klings und da haben wir also ein Marterl für meine Brüder schnitzen lassen. Es war damals so, vor die Grabsteine hat man so ein Holzmarterl hingestellt. Und das hat mir natürlich besser gefallen, als wenn ich dann beim Rief geblieben wäre und eine Schreinerlehre gemacht hätte. Mhm. Auf die Schule wollte ich in keinem Fall mehr gehen. Und das hat mir auch niemand übel genommen, nicht einmal mein Vater, weil eben es in Deutschland so ausgeschaut hat, als wenn man wusste nicht, was da überhaupt noch kommt. Das Sagen hatten die vier Zonen, die Westzone und dann die Ostzone. Und da war man also gar nicht so drauf aus, dass man unbedingt das Abitur haben musste. Du hast dann 1948 die Gesellenprüfung in München abgelegt. Das war die erste Gesellenprüfung als Holzbildhauer, die nach dem Krieg überhaupt wieder abgenommen wurde in Deutschland. Ja, so war das und das war eben auch ganz lustig, weil wir wirklich vier
Lehrlinge waren bei dem Kling und wir durften nicht einmal von ihm unterrichtet werden, sondern von der Frau, weil er war natürlich auch bei der Partei. Er durfte keinen Lehrvertrag unterschreiben. Und wie gesagt, dann haben wir also die erste Gesellenprüfung zu viert gemacht in München. Der eine, das war ein ausgeschmissener Marineoffizier, der war so alt wie meine Brüder, also 7 Jahre älter. Dann die Schwester vom Chef, das war eine ausgeschmissene Postbeamtin, die war auch bei der Partei und ist dann ausgeschmissen worden und hat dann die Lehrzeit gemacht. Und der dritte, das war ein Lehrling und zwar aus der bekannten Rosenheimer Familie der Weinbergers, also ein Bruder vom alten Weinberger, der damals Bürgermeister war sogar. Und der hatte eben einen, also der, nicht der Bürgermeister, sondern sein Bruder hatte eben einen Sohn und der wollte an die Mensch-Schule gehen, obwohl er Primus von der Klasse war. Und so haben wir eigentlich eine ganz lustige Gesellschaft. Und vor allem der Weinberger und ich haben uns sehr gut verstanden. Aber dann gab es mal eine komische Zeit in Deutschland. Und zwar haben da alle gedacht, dass in den nächsten Tagen der Russe einmarschiert und dann die ganzen Katholiken denen die Kehle durchschneidet. Und die Weinbergers waren so die Ersten, die das befürchtet haben und sind mit dem armen Menschen, der lieber an die Akademie gegangen wäre, nach der Gesellenprüfung und Bildhauer geworden wäre, der war sehr begabt, sind die mit Sack und Pack nach Südafrika gegangen. Also das war eine ganz komische Geschichte. Du hast jetzt die Lehre erfolgreich abgeschlossen als Holzbildhauer. Dann war Währungsreform im gleichen Jahr und die Leute wollten jetzt alles andere kaufen als Stücke der Holzbildhauerei. Dann hatte dein Vater eine gute Idee. Was ist dem eingefallen? Also vor der Währung war man natürlich gut dran, weil die Amis ja in Deutschland nichts gekriegt haben, was sie interessiert hat. Haben sie halt geschnitzt die Madonnen und Christus nach Amerika geschickt und dafür hat man Schokolade gekriegt und alles Mögliche. Naja, und dann war natürlich mein Ziel, nach der ersten Lehrzeit, hat mein Vater dann gesagt, du magst am besten nochmal eine zweite Lehrzeit als Steinbildhauer, weil das ist ein Handwerk, das geht immer, da kannst du dann Grabsteine machen. Machen wir ein Friedhofsgeschäft auf und so. Und das habe ich dann gemacht und hatte das Glück, am Nordfriedhof bei einem jungen Chef zu sein, der auch künstlerisch sehr interessiert war. Und dadurch kam ich schon mit der Kunst etwas in Verbindung und wir haben auch zusammen gewohnt, also das war damals alles noch möglich. Und das große Ziel war natürlich, die Kunstakademie in München zu besuchen. Und zu diesem Steinmetzgeschäft kamen eben schon viele Akademiestudenten und Professoren, die ihre Arbeiten dort von Gips auf Naturstein übertragen ließen und so. Also das war schon eine interessante Zeit. Das war dein erster Kontakt jetzt so mit der Kunst, mit der Akademie, mit Studenten. Genau. Mhm. Und ich habe da einen sehr netten Freund dann gehabt, der schon länger dort war. Der hat mir ja gesagt, wo ich mich melden soll, in welche Bildhauerklasse. Das war der berühmte Toni Stadler, der nicht nur in München, sondern in ganz Deutschland zu einer der berühmtesten Bildhauer Figuren geworden ist, der den Marschallbrunnen in Frankfurt gemacht hat und solche Sachen. Jetzt werden sie in München wahrscheinlich im Hofgarten das Heine-Denkmal nur wegreißen, wenn sie unbedingt einen Konzertsaal brauchen. Da gibt es also ein Heinrich-Heine-Denkmal im alten Finanzgarten, das ist auch von dem Toni Stadler.
Und ich habe dann eben nach einer gewissen Vorbereitungszeit die Aufnahmeprüfung 3 Jahre gemacht in die Akademie und war dann sehr froh, dass ich da drin war. Da hat man zuerst 2 Probesemester und wenn man dann drin ist, dann muss man schon 7 Löffel stehlen, dass sie einen nachschmeißen. Wie war es jetzt beim Toni Stadler in der Bildhauerklasse? Naja, das war die Götterklasse, die hat sehr viel aus Kollegen bestanden, die vorher schon im Krieg waren, also älter als ich und auch schon länger beim Stadler. Und die waren ziemlich arrogant. Und das war für mich als, ich habe ja wirklich das vom Handwerk gelernt und nicht von der Kunst her, das war nicht sehr schön. Wenn ich da in der Früh gekommen bin, dann haben sie meine Arbeiten irgendwo hintergeschoben gehabt. Und dann kam aber mir zustatten, dass der Heinrich Kirchner, der damals als Werklehrer in München an der Akademie war, aber bereits einer der führenden deutschen Künstler in Westdeutschland, also schon ein berühmter Mann eigentlich, der hat dann in München an der Akademie den Wachsguss eingeführt, sodass es den Studenten auch möglich war, ihre Sachen in Wachs, von Wachs in Bronze zu gießen. Wenn man mitgeholfen hat, dann war das natürlich wesentlich billiger, wenn man so einen Wachsguss gegossen hat. Und wie gesagt, ich habe mich dann eben beworben von der Stadlerklasse im 3. Semester an die neue Bildhauerklasse vom Heinrich Kirchner und der hat mich auch gleich genommen. Und damit war ich eigentlich am Ziel meiner vorläufigen Wünsche. In den letzten Semestern hattest du dann ein eigenes Atelier in der alten Tiermalschule. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das war halt so, also vor dem Krieg hat man in die Akademie auch Tiere gebracht zum Zeichnen, zum Studieren. Und da gab es einen eigenen Pavillon im Akademiegarten und da waren die Tiere angebunden und die Schüler haben gezeichnet. Und nach dem Krieg war das dann ziemlich kaputt und etwas baufällig, aber ich habe mich da beworben dann, dass ich das als Atelier gekriegt habe, also im späteren Semester natürlich erst. Zuerst muss man schon in der Klasse bleiben, aber dann später kann man ein Atelier kriegen. Und die Tiermalschule war natürlich sehr schön, weil man nicht aufpassen musste auf nichts und wirklich seine Ruhe hatte. Und wenn man mal mit etwas nicht fertig geworden ist, kommt man auch übernachten dort, ohne dass einem jemand gestört hat. Also das war eine sehr schöne Zeit. Im letzten Semester an der Akademie hast du dann das Angebot einer Schule aus Westfalen bekommen, dort als Kunsterzieher, als Kunstpädagoge zu wirken. War dir das willkommen? Ja, das war halt so. Normalerweise geben wir 10 Semester an die Akademie. Dann kann man nochmal eingeben, dass man noch 2 genehmigt kriegt. Aber mehr dann nicht, dann wird man unweigerlich rausgeschmissen. Und da war ich eben im 12. Semester und bekam ein Angebot, weil damals eben wirklich halt Lehrkräfte auch speziell für Kunsterziehung rar waren. Und das Angebot kam eben von einem Freund von mir aus Westfalen. Und das war mir eigentlich gerade recht, sodass ich gleich ein bisschen was verdient habe, wie ich an der Akademie raus musste und nicht erst schauen, dass ich mühsam irgendwelchen Stadträten oder Pfarrern in den Hinterkriegen muss, damit ich einen Auftrag kriege. Also ich habe sofort ein bisschen was verdient und bin da natürlich nachgefahren und das war auch ganz lustig, weil das das Stammschloss vom tollen Bomberg war. Das war eine legendäre Erscheinung in Westfalen, auch in ganz Deutschland, weil es über ihn ein Buch gab, wo seine ganzen Streiche beschrieben wurden. Das war nämlich ein ziemlich
ja, Mensch, der gern seine Umwelt ein bisschen schikaniert hat und konnte es sich auch leisten, weil er so reich war. Das war der sogenannte Tolle Bomberg. Und der hat allen Leuten auf die Gefahr hin, dass er dann einiges zahlen musste, so Streiche gespielt. Also so eine Art westfälischer Münchhausen war das. Und später kam das Max-Planck-Institut dann rein und dann, wie die auch rausgegangen sind, wurde eben eine Heimschule gegründet, eine Internatsschule, die im Aufbau war, deshalb der Name Aufbaugymnasium. Und man hat sich natürlich auch ein bisschen nach den Alten, nach der Jugendbewegung umgeschaut, wo man neben dem Abitur eben auch ein Handwerk gelernt hat, parallel. Also Schreiner oder Schlosser oder Buchdrucker. Und so war das auch angestrebt. Jedenfalls bin ich da hingekommen und ich sehe es noch heute in der Bibliothek sitzen, die Lehrerkollegen und den alten Schulrat, der die Schule gegründet hat. Und die haben sich alle amüsiert, weil ich damals natürlich nur Bayerisch geredet habe und einen Vollbart gehabt habe. Das hat auch in Westfalen sonst keiner gehabt. Und dann haben sie mich gleich genommen und dann war ich gleich im nächsten Schulprospekt mit meinem Vollbart abgebildet als Unikum aus Bayern. Und das war eigentlich eine schöne Zeit, weil ich auch meine Schulzeit ein bisschen, ich muss mich ja vorbereiten und so ein bisschen nachgeholt habe, nicht? Bei dieser Gelegenheit. Und habe kostenlos im Internat essen können und habe eben auch ein Atelier zur Verfügung gestellt gekriegt. Also da ging es mir eigentlich dann ganz gut. Von Schloss Wittgenstein, deine erste Station, bist du dann rüber nach Hessen auf die Odenwaldschule. Die Odenwaldschule hatte damals einen hervorragenden Ruf, ein glänzendes Institut. Mittlerweile ist diese Schule geschlossen. Das ganze Üble, was hier passiert ist mit sexuellem Missbrauch, hat die Schule vollkommen ruiniert. Es gibt sie nicht mehr. Du hast sie damals aber ganz anders natürlich erlebt. Naja, ich bin natürlich ahnungslos, wie ich war, da einfach hin, weil ich in der Philologenzeitung die Stelle ausgeschrieben gesehen habe und bin dann hin und habe mich vorgestellt und hatte eben das Glück, dass der Chef, der war zugleich auch Kunsterzieher, und er und andere führende Leute an der Odenwaldschule waren während des Dritten Reiches emigriert, waren also jüdischer Herkunft ganz viele, zum Beispiel auch der berühmte Kunsthändler aus Berlin, Herrgott, wer hat den geheißen? Kassierer. Und solche Leute waren dort, die haben gar nicht mehr unterrichtet, die waren einfach atmosphärisch anwesend, haben mal einen Vortrag gehalten und so weiter. Und da konnte man also sehr viel aus der Nazi-Zeit erfahren und so weiter. Es war eine sehr politisch angehauchte Schule. Selbst der Kultusminister hatte seine beiden Kinder dort. Dann war dort der Danikon Bendit, dann der heutige VW-Chef Wolfgang Porsche und der Kaspar König, der das Städelmuseum in Frankfurt geleitet hat. Also es waren schon berühmte Leute, aber keine Neureichen, sondern sagen wir mal, die geistige Elite hat da ihre Kinder hingeschickt, sehr viele Schauspielerkinder und so. Und es war für mich also wirklich eine tolle Atmosphäre, aber sie hat mich natürlich auch aufgesogen. Ich hatte eine eigene Schülerfamilie mit besagten Schülern, die ich gerade genannt habe zum Beispiel, und kam zu meiner eigenen künstlerischen Arbeit natürlich kaum mehr. Und das ging auf die Dauer natürlich nicht so gut. Also ich wäre trotzdem dort geblieben, aber meine alten Freunde von meiner ersten Schule, die haben mich halt so lange bearbeitet, bis ich nach etwa 1,5 Jahren dann wieder weggegangen bin.
Nur ein paar Holzschnitte gemacht, das andere war alles. Man war halt wirklich in der Schulfamilie integriert. Ne? Es war wunderbar. Das einzige Vorteil, den es hatte, dass ich immer einen Wein von der Bergstraße bei mir im Zimmer stehen hatte, eine Kiste voll. Das war die berühmte, damals wirklich berühmte Odenwaldschule. Dafür, dass Jahrzehnte später irgend so ein Schweinigeltag Chef wurde, da konnte man nichts dafür. Der war eigentlich auch ein berühmter Mann in Deutschland, ein toller Pädagoge. Von seinen Neigungen zu Jungen und Mädchen wusste man natürlich nichts. Ne? Aber damals war es wirklich eine fantastische Schule. Mhm. Du bist dann wieder zurück nach Westfalen, und zwar zum Gymnasium Schloss Buldern. Richtig, also meine ehemaligen Freunde von Wittgenstein, die waren inzwischen fast alle in dem Schloss Buldern und haben mich eben bearbeitet und haben auch Wort gehalten. Ich habe dort wirklich ein Gehalt gehabt, das war nicht riesig, aber ich habe freie Wohnung gehabt und freies Essen und wirklich ein Atelier, in dem ich arbeiten konnte. Meine zwei größten Arbeiten damals, das war eben für die Stadt Rosenheim der große Christus im Friedhof, das große Christuskreuz, und der Sankt Sebastian, der später auf meine Anregung hin vom hiesigen Bürgermeister Dr. Stöcker angekauft wurde, und dann noch eine lebensgroße stehende, die jetzt im Salingarten steht. Also die standen damals halt ein bisschen verloren in Westfalen, weil ich natürlich dort nicht so bekannt war wie hier. Und deswegen habe ich eben, nachdem ich nach Bayern wieder zurückgekommen bin, versucht, diese Figuren nachzuholen. Und sie wurden auch angekauft für einen stattlichen Preis, aber heute würde ich mir dreimal so viel verlangen. Ne? Obwohl du dich in Westfalen wohlgefühlt hast, viel schaffen konntest, Freiräume hattest, war die Sehnsucht zurück nach Bayern aber doch irgendwann so groß geworden, dass du 1966, das ist jetzt so ein Schnitt in deiner Biografie, Westfalen den Rücken gekehrt hast und wieder nach Rosenheim zurückgekehrt bist. Allerdings hast du weiterhin als Kunstpädagoge gearbeitet, zuerst auf Schloss Ising und dann in Neubeuern. Richtig. Ja, es war natürlich immer mein Bestreben, mal wieder nach Bayern zu kommen. Und deshalb habe ich auch die Verbindungen nie aufgehört zum hiesigen Kunstverein und solche Geschichten. Also in allen Ferien bin ich hierher gefahren. Also unter anderem, aber als Lehrer hat man ja öfter Ferien. Also ich habe damals auch schöne Auslandsreisen gemacht. Ja. Jedenfalls bin ich immer nach Rosenheim gefahren. Und habe so zu sagen dann einen guten Einstand wieder feiern können, weil ich eben nie so ganz verschwunden bin aus dem Gedächtnis der Rosenheimer. Vor allem mit dem Dr. Weigel war ich sehr befreundet, und ich konnte dann eben auch sofort hier wieder ausstellen im Kunstverein und habe sogar 1966 dann eine erste Ausstellung in der Städtischen Galerie gekriegt mit meinem Schulfreund und Kollegen Max Weihrauch, den ich immer sehr geschätzt habe als Maler und mit dem ich auch immer Verbindung hatte während der ganzen Jahre, und dem Kollegen, wie hat der andere Kasten da? Friedrich Scheuer, glaube ich. Der Scheuer Fritz war das, richtig. Muss mir immer mit den Namen immer Schwierigkeiten wieder. Jedenfalls war das unsere erste Ausstellung in der Galerie, und der Hein, der damals das Feuilleton geleitet hat, der hat auch sehr gut über uns geschrieben
Und dann habe ich also, wie gesagt, gleich wieder Anknüpfungspunkte gehabt und habe mich natürlich auch den jüngeren Kollegen zugewandt. Also das Sagen hatte ja damals, haben die Alten gehabt, Gerhardinger an der Spitze und dann die alten modernen Euler und solche Leute. Und dann gab es eben eine Gruppe, die Gruppe 51, weil sie 1951 gegründet wurde, das war die Modernen, und zwischen denen und den Altmodischen, die also einen großen Ruf genossen, gab es immer ganz schöne Kämpfe. Und, also das ging hin bis zu Handgreiflichkeiten in den Jurys. Du warst jetzt in Rosenheim wieder, gehörtest schnell zu den bekannten Künstlerpersönlichkeiten, stelltest regelmäßig aus, Kunstverein, Rosenheim, aber auch Wasserburg, Aibling, Brien. Und jetzt kommen wir zu einem Jahr 1971. Da gab es in Rosenheim einen Herrn, der betrieb eine große Gärtnerei und fühlte sich zum Galeristen berufen. Erzähl doch mal diese Geschichte. Naja, die Geschichte ist natürlich schon wert, dass man es erzählt, weil sie so lustig ist. Also ich habe natürlich, war ganz froh, meine Anstellung als Kunsterzieher, und hätte die wahrscheinlich auch nicht so schnell aufgegeben. Aber dann kam ein Mensch, der an die Stadt Rosenheim zur Erweiterung des Krankenhauses seine Gärtnerei hinterm Krankenhaus verkauft hat und dadurch zu Geld gekommen ist. Und der hat dann in Pang eine Riesengärtnerei aufgemacht mit riesigen Glashäusern, nur mit Baccararosen, also so eine einseitige Zucht, und hatte aber noch ganz schön Schulden bei der Sparkasse für diese Glashäuser und die Villa da draußen, was ich natürlich nicht wusste, aber der gewaltig auf den Putz gehauen hat und neben seiner Großgärtnerei eben auch eine Galerie gründen wollte, weil er selber sehr gern gemalt hat, und zwar lauter gegenstandslose Bilder, weil er gemeint hat, dass das halt leichter ist und moderner ist. Und der ist dann an den Kunstverein herangetreten und wollte da von den Jurymitgliedern, dass die ihn beraten und helfen, die Galerie aufzubauen. Und wir haben uns dann natürlich nur angeschaut, der Hamburger und der Tom Schick und solche Leute und ich, und haben, nachdem wir seine Bilder gesehen haben, gesagt, er will nur seine Bilder ausstellen. Das geht natürlich nicht, das können wir nicht machen. Und dann hat er mich ein halbes Jahr bearbeitet und mir halt wirklich goldene Versprechungen gemacht. Und mit vielen Baccararosen, langstieligen, hat er mich dann nach einem halben Jahr halt rumgekriegt. Und er hatte einen Vertrag mit dem Sparkassenhochhaus, also mit dem Neugebauten, das damals gerade fertig geworden ist. Und da drin hat er das erste Stockwerk angemietet, mit einer Balustrade außenrum. Also das war schon eine schöne große Fläche und ich durfte alles bestimmen, jeden Strahler und jeden Bodenbelag und alles. Und dann wurden noch drei Mädchen angeworben für Büro und für Verkauf und so. Und dann haben wir eben Verbindung aufgenommen über die Galerie Welz in Salzburg. Der Professor Welz hat ja die Sommerakademie in Salzburg mit dem Kokoschka damals gegründet. Naja, jedenfalls sind wir zu dem gefahren und haben halt gesagt, er soll uns einen Künstler sagen, der also bei uns ausstellen möchte, aber einen großen Namen halt schon hat. Und das war damals der Alfred Hirtlitschka aus Wien. Und der war eben unter Vertrag beim Welz und den hat er uns vermittelt und er hat auch zugesagt. Und dann wurde also die große Eröffnung geplant. Vom Hirtlitschka hatten wir also viele Zeichnungen und Holzschnitte, aber auch einige Bronzeplastiken.
Und dann war eine dreitägige Galerieeröffnung gedacht, die wurde auch gemacht. Und zwar hat der Großgärtner eben seine Vorstellungen gehabt, woher, das weiß ich nicht, aber es musste 3 Tage eröffnet werden. Zuerst für die Prominenz und für die deutsche Presse, die wurde eingeladen und kam auch noch, nachdem der Hirtlischka zugesagt hat. Und am 2. Tag für die Künstlerschaft, also die professionelle Künstlerschaft im ganzen Chiemgau und so. Und am 3. Tag für die Öffentlichkeit. Und jedes Mal gab es ein großes Buffet von der Firma Karstadt geliefert, die ja gegenüber war. Und dann kam also die erste Eröffnung. Und da hat er sich eingebildet als besonderen Gag, dass also da ein Aktmodell hingestellt wird, wie sie ist und wie sie der liebe Gott geschaffen hat. Und dass das dann von den Laien gezeichnet wird. Und die Profis jurieren die dann und kriegen dann auch schöne Preise. Und das hat er auch ganz gegen meine Befürchtung, dass uns am nächsten Tag zugemacht wird, aber auch durchgesetzt. Aber ich war ja nur der Angestellte, ich konnte da nichts machen. Dann kam also da aus München irgend so ein Modell mit 3 so Zuhältern dahinter und ein Riesenbuffet von Karstadt, das haben die gleich benutzt und sich satt gefressen. Und dann kam halt die Prominenz und da kam zum Beispiel der Professor Welz aus Salzburg, dann kam der Hirtlischka mit Frau, dann kam der Paul Flora aus Innsbruck angefahren, den nachstellen wollten später, dann kam der Professor Kirchner aus Pavolding, der mein Lehrer war an der Akademie früher. Es war also eine ganz wirkliche Reihe von toller Prominenz und wirklich die ganze Presse ist eingestiegen und ich habe mir alle Zeitungsausschnitte bis heute bewahrt. In einer langen Bibliothek habe ich alle Sachen gesammelt. Naja, und da haben eben dann das Laienpublikum durfte zeichnen. Und juriert haben die Profis. Und dann gab es als ersten Preis eine Originalzeichnung von Hirtlischka, eine große. Und als zweiten Preis gab es eine Glasplastik vom Erwin Aisch aus dem Bayerischen Wald, der ein berühmter Glaskünstler war. Und als drittes gab es dann ein Abonnement über ein Jahr lang, Blumenbezug, das hat der Dr. Feichtinger, der Kunstvereinsvorsitzende und Stadtdirektor gewonnen. Der durfte ein Jahr lang sich zu einem gewissen Preis Blumen in der Stadt kaufen. Wer hatte den ersten Preis bekommen? Den hat der Dr. Scheuer, ein Rechtsanwalt, bekommen, der also sowieso nicht arm war, aber der hat die große Zeichnung, die war nicht billig, vom Hirtlischka gewonnen. Naja, das war natürlich alles ein Fressen für die Presse. Und am 2. Tag haben dann die Profikünstler gezeichnet, Tom Žižek und Lachauer und Lankes und alles. Und also auch aus München, vom Haus der Kunst und so Leute. Und am 3. Tag war offen für die Bevölkerung. Da gab es keinen Preis mehr und das Buffet war auch schon ein bisschen kleiner. Den Preis, den ersten Preis am 2. Tag, der Profikünstler, hat der Alfons Lachauer dann gewonnen. Ja, richtig, ja, ja. Und dann gab es am 3. Tag gab es keinen Preis mehr. Gab es keine Preise mehr. Ne? Das war die Galerie Benka, die also mit großem Pomp eröffnet wurde. Und du hattest ja deine sichere Stellung als Kunstpädagoge gekündigt. Die habe ich gekündigt. Um Geschäftsführer dieser neu gegründeten Galerie Benkert zu werden. So, das dauerte aber nicht lange. Ja, es dauerte nicht lange, weil natürlich der gute Galeriechef gedacht hat, das mit der Kunst, das ist so beliebig und da braucht man nichts wissen und nichts können. Und jetzt sind natürlich die Aussteller oder Käufer alle zu mir gekommen. Und das hat ihm natürlich gewaltig gestunken.
Und der Sparkassendirektor ist auch jeden Tag gekommen und hat geschaut, was verkauft wird. War natürlich nicht allzu viel am Anfang. Jedenfalls hat der Chef also die Lust allmählich verloren. Und es ging so weit, dass er dann kurz vor Weihnachten mit seiner Gärtnermannschaft gekommen ist, wie mit einem Stoßtrupp, und uns mit einem Schlag gekündigt hat. Und wir haben dann einen Arbeitsgerichtsprozess geführt und sind halt abgespeist worden mit einer Dings halt, mit, wie sagt man denn? Abfindung. Abfindung, ja. Richtig, danke. Und dann stand ich also praktisch auf der Straße, und nachdem wir vorher so auf den Putz gehauen haben, habe ich mir gesagt, du musst sofort was tun, sonst denken sie in Rosenheim, du hast dir einen Löffel gestohlen. Und dann habe ich eben mit Bildungswerk, das auch ziemlich neu war, und mit dem Kunstverein so in Verbindung gesetzt und habe dann die sogenannte Kindermalschule im katholischen Bildungswerk aufgemacht. Und das hat auch gleich gut eingeschlagen. Und nach einiger Zeit kamen dann auch die Eltern von den Kindern und haben gesagt, machen Sie doch für uns auch sowas. Wir möchten auch gern sowas machen. Und dann habe ich gesagt, ihr habt ja doch keine Geduld. Das ist nichts für mich. Ja, probieren Sie es halt aus. Naja, dann habe ich es halt ausprobiert. Und dann blieben die 10 und 15 Jahre bei mir. Und haben auch wirklich teilweise schon was auf die Beine gestellt. Also das war eine interessante Sache. Da wurde dann eben der Kurs von der Volkshochschule in dem neuen Schusterhaus, zuerst in anderen Häusern, aber dann bekam er ein schönes, großes Atelier in dem neuen Schusterhaus. Das waren dann deine berühmten Volkshochschulkurse? Das waren meine berüchtigten Volkshochschulkurse, genau. Die bis 1995 liefen. Ja, ja, ja. Die waren also wirklich so, dass das teilweise auch bei lebenslänglichen Freundschaften geblieben ist und so. Und ich habe es gemacht, ich glaube bis 1991 oder 95. Ja. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Aber das war natürlich sehr schön mit Erwachsenen, weil da muss man sich schon auch vorbereiten und so. Und später habe ich dann die Kindermalschule ganz aufgegeben und nur mehr die Volkshochschule gemacht. Und wir haben Exkursionen gemacht bis nach Italien und so weiter. Also das war eigentlich eine sehr schöne Sache. Und ich habe dann eben auch wirklich ein bisschen was gleich verdient und habe dann auch von der Stadt eben einige Sachen, für die Stadt einige Sachen machen können. Stadt ist jetzt ein gutes Stichwort. Du hast ja auch noch den Künstlermarkt in der Galerie organisiert, und irgendwie war dieses Jahr 71 so ein Umbruch bei dir. Ja, weg von der sicheren Stelle hin zum freien Künstler. Und jetzt, ich habe so das Gefühl, da ist bei dir was ausgelöst worden. Jetzt interessierst du dich auch öffentlich, vorher war das wahrscheinlich nur privat, für das Stadtbild, für die Entwicklung Rosenheims, für den Erhalt historischer Bausubstanz. Ich habe mir jetzt hier mal aufgeschrieben, du wirst aktiv beim Rosenheimer Forum für Städtebau und Umweltfragen, bringst dich da ein, bist auf Diskussionen. 1972 machst du eine Demo zusammen mit Karl Prokop für eine Fußgängerzone in Rosenheim. Also hier schon ganz aktuell in die Zukunft gedacht, 72, 1984 wurde sie dann ja umgesetzt. Und 1973 bist du mit einem Lautsprecherwagen durch Rosenheim gefahren, um auf eine Podiumsdiskussion gegen den Abriss des Gillitzer-Blocks hinzuweisen. Du hast dich hier über Jahre hinweg für den Erhalt historischer Bauten eingesetzt. Das war Gillitzer-Block, hat nichts geholfen, richtig, wurde abgerissen. Die Eichervilla in der Prinzigenstraße, auch abgerissen. Das Benefiziatenhaus im Riedergarten,
auch abgerissen. Dann noch Villen in der Herbststraße und in der Gabelsberger Straße. Das Bundesbahnsozialwerk, alles abgerissen. Aber dann der Hofbräu. Ja. Der wurde nicht mehr abgerissen. Ja, der stand eben dann zur Debatte, weil natürlich das schon ein stadtbekanntes Objekt war mit einem Saal, wo sehr viele Veranstaltungen für die Rosenheimer stattgefunden haben, über Jahrzehnte hinweg. Aber es gab eben auch noch einen zweiten Saal, deswegen habe ich auch so dafür gekämpft, nämlich im Gilitzerblock, einen neuen Rokokosaal, der aber eben nach dem Krieg dann zweckentfremdet wurde und kein Mensch wusste mehr davon, der eigentlich schöner war als der Hofbräusaal. Und heraus mit einem schönen Hof und mit einem alten Baum drin und so. Also am meisten zu Herzen ging mir wirklich der Gilitzerblock, weil ich damals als Kind schon immer reingekommen bin zu einer Tante und auch zu meinem Zahnarzt. Und es war ein wunderbarer Block, der genauso gut in Berlin hätte stehen können, ein geschlossener, klassizistischer Block, da wo heute das schreckliche Anbau an das König-Otto-Haus, König-Otto-Lokal ist. Und das hat mich also schon sehr erregt. Und nicht nur mich allein, da sind also viele von meinen Kollegen eingesprungen. Der Heinz Kaufmann hat Radierungen gegen diese Planungen gemacht. Dann dabei war noch der Ludwig Gruber vom Bildungswerk. Also es war eine ganze Reihe Architekten, Thäle und Bimmer und so weiter, die dann auch eine eigene Gruppe zum Umweltschutz gegründet haben, die Gruppe 668. Und es waren also junge Kräfte, teilweise Künstler, aber teilweise auch alle möglichen Berufe. Und da haben wir also wirklich ganz energisch gegen den Abriss protestiert. Aber damals war man natürlich in Rosenheim fortschrittsgläubig. Und vor allem hat der Professor Benisch, der ja das Olympiagebäude gebaut hat, dann seine Finger reingekriegt und hat sich das natürlich auch unter den Nagel gerissen, diese Baustelle, und hat da einen Plan gemacht, wo er vorne beim Haupteingang eine riesige Betonplatte hingemauert hat, also ganz schlimm wie im Westwald, Westwall. Also es war eine ganz schlimme Sache geplant, gegen die wir angegangen sind, aber natürlich gegen den Fortschrittsglauben des damaligen Bürgermeisters Dr. Steinbeißer konnten wir nichts ausrichten. Der war einfach fortschrittsgläubig und da war nichts zu machen. Es ging also dann so weit, dass sie mich beim nächsten Faschingszug, da haben sie dann eine Kloheisel auf einen Wagen gebaut und also Merkel rettet die Klohäuser von Rosenheim so ungefähr. Also verspottet haben, aber das war ganz nett. Jedenfalls war nichts zu machen, der Block wurde also wirklich total beschädigt. Jetzt hat man ihn versucht, wieder ein bisschen eine Form zu geben, die nicht mehr ganz so schlimm ist, aber was Gescheites wird es nie mehr. Also für den ist es schon wirklich schade. Der Abriss des Gilitzerblocks war die schwerste Bausünde Rosenheims nach dem Zweiten Weltkrieg. Ganz genau. Muss man jetzt aus der Sicht heute sagen, lässt sich nicht wieder gut machen. Und damals war das eben, wie du sagst, diese Fortschrittsgläubigkeit. Heute würde man den Gilitzerblock auf alle Fälle erhalten. Das war ein Münchner Gastronom, der sich dann auch ein kleines Schlösschen in den Innenauen gebaut hat. Und der ist auch an seiner Baulust, der hat wirklich mit Herz und Seele gebaut, aber er ist total pleite gegangen. Mhm. Also er ist verarmt gestorben, der sogenannte Gilitzer. Der Herr Gilitzer, ja. Herr Gilitzer. Ja, ja. Du hast ja dann nochmal an ganz speziellen Stellen in Rosenheim Akzente gesetzt. Das ist einmal der Skulpturenpark im Salingarten.
Da wurde ja die Stadthalle neu gebaut, die wurde 1982 eröffnet. Was war die Grundidee für den Skulpturenpark? Naja, die Grundidee war damals schon europaweit überall entstanden, eben so Plastikenparks, und hat man eben Freiplastiken ins Freie gestellt und so. Und dann haben wir halt gesagt, man kann in Rosenheim, gibt es ja ein paar so Parks, und da kann man sowas auch machen. Und Bildhauer gibt es eigentlich auch genug für so ein Projekt. Und habe das dann angeregt beim Kunstverein und bei der Stadt. Und wenigstens wurde es dann einmal ausprobiert für ein paar Tage bei den Bürgerfesten, bei zwei Bürgerfesten hintereinander. Und das war aber noch nicht im Salinkarten. Das war noch im Riedergarten. Noch im Riedergarten, aha, genau. Und da haben wir eben Plastiken geholt. Der Bundesgrenzschutz hat geholfen mit seinen Kranwagen als Möge, hat zusammengeholfen, und Kirchner und Stadler und Lüdecke und alles Möge hat dann da ausgestellt. Es war eine schöne Ausstellung mit hauptsächlich Bronzeplastiken, von mir Holzplastiken. Also das war eine schöne Sache. Man hat dann ja später aus dem Salingarten versucht, einen Plastikengarten zu machen, aber die Plastiken stehen für mich zu vereinzelt, als dass man diesen Garten als Plastikenpark bezeichnen kann. Ja, es ist ein bisschen schade, die Gestaltung. Es sind ja die ganzen führenden Köpfe, ja, genau, an Bildhauern aus der Region vertreten. Genau. Kirchner, Lüdecke, ja, du selbst, ja, natürlich auch, die Erika Lankes, die Stoms. Also man könnte eine ganze Reihe, Josef Hamburger, die man hier alle aufzählen kann. Das Ehepaar, Ding da draußen, die da in Regenhardt, danke für die gütige Unterstützung. Und ja, es ist schade, man könnte das ein bisschen schöner, genau, gestalten. Eine Beschriftung wäre auch ganz gut, damit das ist eine auch große ein Sünde. Kunstinteressierter dann eine Information vorfindet. Genau, ja, genau. Komm mal, du, neue Aufgaben, neue Ideen noch, gibt es immer noch was zu tun. Ein weiteres Stichwort, Lokschuppen. Ja, es war damals eben so, dass der Dr. Stöcker als Oberbürgermeisterkandidat, als Neuer, nach dem Dr. Steinweiser gekommen ist. Und wir haben alle fürchterlich Angst gehabt, weil der auch Offizier war. Und als wir haben gesagt, jetzt kommt der ganz Schlimme. Und dabei hat er sich als sehr aufgeschlossen, ein jüngerer Mann noch, erwiesen. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass die Abreißerei so nicht weitergeht. Denn die haben also das alte Gebäude vor dem heutigen Salin Lokschuppen, das haben sie schon weggerissen gehabt. Das war das städtische Lagerhaus, das da so als Riegel, genau, vorgebaut, genau, war. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir etwas, wo die Öffentlichkeit aufmerksam wird. Da war ja auch die Frau Trübswetter recht eifrig. Und dann haben wir da eine Ausstellung gemacht in diesem runtergekommenen Haus. Das war natürlich nicht so repräsentativ, aber immerhin ist die Presse gekommen und man hat festgestellt, dass das, wenn man es herrichtet, doch ein recht ansehnliches Gebäude wird. Und nachdem ich da eben auch sehr aktiv war, durfte ich dann im fertigen Lokschuppen, da gab es noch nicht diese spekulativen großen Ausstellungen mit 100.000 Besuchern, sondern ich durfte da wirklich 4 Ausstellungen machen in dem neuen Lokschuppen dann. Und da war ich auch recht dankbar dafür, weil das halt schon ein besonderer Grundriss war, dieses halbrunde Gebäude, wo man früher halt die Lokomotiven reingeschoben hat. Und jetzt ist es eines der repräsentativsten Ausstellungshäusern in Oberbayern oder Bayern. Mhm, da hatten die Rosenheimer jetzt Glück, ja, dass sich die Zeiten gewandelt hatten, genau, dass du dich engagiert hast zusammen mit Freunden
Und dieser Lokschuppen erhalten blieb als ganz besonderes Ausstellungsgebäude. Genau. Einmalig in Deutschland und sehr erfolgreich. Genau. Ja. Was vorher beim Gillitzer Block noch nicht ging, das war jetzt möglich. Die Erhaltung historischer Bausubstanz. Ja, nee, also ich muss wirklich sagen, also die Kunst und auch ich persönlich haben dem Dr. Stöcker schon viel zu verdanken. Wie gesagt, er hat eben auch diese Figuren angekauft aus Westfalen, die da oben standen, wo mich kein Mensch mehr kannte, und die sind jetzt in Rosenheim eben ausgestellt. Aber es ist natürlich auch seitdem Dr. Stöcker niemand mehr gekommen, der mir mal eine Großplastik in Auftrag gegeben hätte. Ja, schade, schade, da haben sich die Zeiten wieder geändert. Auf ein Detail möchte ich noch kommen, und zwar, du hast dich auch eingesetzt für einen alten Hof in Rohrdorf, der abgerissen werden sollte, den hast du gerettet. Es wurde der berühmte Werkhof und da hattest du 1983 einen ganz besonderen Gast aus Wien. Ja, das war natürlich so, in Rohrdorf gab es also ein besonders interessantes Haus, das eigentlich, also ein altes Gasthaus aus dem 18. Jahrhundert, das wirklich, wo damals halt die Straße vorbeigekommen ist, also auch Hotel sozusagen, und da hat schon der dritte Napoleon geschlafen drin. Und ich habe dieses Haus gesehen und habe mir gesagt, das muss man unbedingt retten, weil es war also vergammelt und nicht bewohnt. Und ich habe den Hausbesitzer gefragt und der war zwar von Kunst nichts verstanden, aber er war sehr entgegenkommend. Und dann habe ich mir zwei Leute noch gesucht als Mieter, weil ich ja nicht drinnen wohnen konnte. Erstens ging ich noch habe ich noch alle möglichen Sachen gemacht und habe natürlich zu Hause in der Eichendorfer Straße geschlafen. Aber diese zwei Burschen waren eben da drin und ich habe das dann als Werkhof umgewidmet, in dem ich wirklich arbeiten konnte, weil die große Scheune da war und der große Garten. Also es war ein ganz besonderes Objekt. Heute ist ein Waldorf-Kindergarten drin und wie gesagt, damals konnte ich das anmieten, und nachdem ein Wirtshaussaal da war, habe ich dann auch eine Bekannte von mir, die in Rohrdorf lebte und Klavierspielerin war, die kannte wiederum einen Professor in Wien, der sehr bekannt war, Pianisten, und für den Gwaltinger, mit dem Gwaltinger, immer so Lesereisen gemacht hat. Der Gwaltinger hat dann entweder Nestroy oder aus Mein Kampf oder was gelesen, und der andere hat dann dazu Klavier gespielt. Und es war also, ich habe das natürlich sofort ausgenutzt, die Dame mit ihren Beziehungen, und die hat es wirklich fertiggebracht, dass der Gwaltinger mit dem Professor Kann dort einen Abend gemacht hat und vorher einen etwas höher dotierten in Rosenheim im Hofpreissaal war der, glaube ich. Ja, ja, der war im renovierten Hofpreissaal. Und das war natürlich für Rosenheim schon eine Sache, solche Leute wie Gwaltinger und so. Und ich bin ihm dann auch öfter begegnet, weil wie immer, wenn er in der Nähe irgendwo gelesen hat, sind meine Frau und ich hingefahren und haben ihn auf diese Art und Weise auch zwischen einigen Weingläsern etwas näher kennengelernt. Du wirst heuer 85 Jahre alt, ein fast rundes Datum. Diesmal bekommst du wieder eine Ausstellung in der Städtischen Galerie im September dann. Ich hoffe es. Ja, werden wir schon schauen, dass das klappt. Zusammen mit deinem leider kürzlich verstorbenen alten Freund und Weggefährten Heinz Kaufmann. Lieber Rolf, wir gratulieren. Ja, danke schön. Also,
Als Schlusswort muss ich leider sagen, dass natürlich mit der Zeit, wenn ich irgendwo hinkomme, dann fehlen da schon gewisse Leute. Es geht jedem so in dem Alter, die halt einmal wichtig waren für einen. Und dazu gehörte der Heinz Kaufmann, der also erstens einmal ein guter Handwerker war. Wir haben heute noch einige Wohnstücke von ihm, die sich gut gehalten haben als Schreiner, weil er eine Schreinerei geerbt hat. Und als zweites war er dann ein wirklich unermüdlicher Maler, der sich überall angeschlossen hat und so lange mitgemalt hat, bis er eine eigene Richtung gehabt hat und wirklich zu einem anerkannten Maler geworden ist, bis hinauf zum Haus der Kunst, wo man also durch eine Jury geht und so weiter, auch in Rosenheim, dann selber Juror wurde und so. Und auch der Max Weyrauch ist schon tot. Also ganz viele von meinen Freunden, mit denen ich einiges angestellt habe und die mir sehr wichtig waren, die sind halt leider schon tot. Und ich bin halt noch einer der Jüngsten. Lieber Rolf, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Es ist immer wieder ein großes Vergnügen, sich mit dir zu unterhalten. Dankeschön. Hat mir einen großen Spaß gemacht, einmal drüber zu reden, vor allem, weil niemand heute mehr weiß, was ich zum Beispiel vor 1966 gemacht habe. Danke.